Hast das Gefühl, man muss da komplett oben entlang, um dann da hinten reinzukommen, oder? Ja, das Gefühl habe ich auch. Dann haben wir ja dasselbe Gefühl. Oh, Len, wir haben dieselben Gefühle. Hallo meine Freunde der Bosskämpfe und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich bin der Drabo, an meiner Seite ist der wundervolle N16. Ihr gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben. Was habt ihr getan? Abonniert unsere Kanäle und genießt dann das nächste Lichtschwertgefuchtel. Oh oh. Bosskampf. Nice Auftritt auf jeden Fall. Easy besser als Kylo Ren. So, und das sag ich. Du mochtest den ja auch noch. Ja. Also allein vom Aussehen und von der Story her. Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen nachvollziehbar. Er wirkt nicht so lächerlich, sondern wirklich wie ein... Ja, cool. Cooler Auftritt auf jeden Fall. Cooler Bösewicht. Aber ich denke mal, der entkommt jetzt, weil den haben sie jetzt schon zu cool aufgebaut, als dass er jetzt gleich gekillt werden könnte. Das ist der Main. Ah, aber könnte der Hauptbösewicht tatsächlich sein von dem Spiel. Abgesehen natürlich, dass Vader natürlich auch noch irgendwo existiert und der Imperator und sowas alles. Ah, cool. Vor allem, der sieht auch so cool aus, dieser Kontrast von dieser... Wirklich schade. Also dieses Grau, was er hat, das schaut halt so richtig schön böse aus. Fällt mir sehr gut auf jeden Fall. Jawoll! Len kämpft aber auch gut, muss man sagen. Schön geblockt. Zeig ich dir mal, was passiert ist in den letzten paar Jahren. Naja. Verschwendet Energie. Man muss sagen, er ist relativ schnell auch wieder fit geworden. Ich meine, wenn du da ein paar tausend Jahre eingefroren bist. Oder da drinnen bist, dann so schnell wieder fit zu werden. Nicht schlecht. Lichtschwert werfen können wir auch. Nur besser. Schön ausgewichen. Länder olle Springer hier. Im Schach oder was? Jawoll, setz mich in Schach matt, würde ich sagen. Boah. Hat auch relativ viel Lebensenergie. Oh, das bringt vor allem viel. Das zieht ihm richtig viel ab. Der erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tenelor aufgegeben hat. Tenelor muss ja wahrlich ein Paradies sein. Ja. Man kann auf jeden Fall seinen Hass verstehen auf den Rat der Jedi, glaube ich. Der ihn quasi zurückgelassen hat. Hopp. Alles gut. Stimmt bitte. Ich bin überlegen. Nee, eigentlich nicht so richtig. Wir können nämlich die Zeit anhalten. Das war falsch, der Taste. Jämmerlich. Hast du geblockt gerade eben das erste? Greif an! Ah, Len hat mal wieder irgendeine Spezialfähigkeit verwendet, die ich schon wieder vergessen habe. Die haben wir gegen die Schwester gelernt. Ach, die drei gedrückt halten. Genau. Es muss eine Weile aufladen quasi, in der Zeit darf man nicht angreifen, oder? Und vor allem nicht rot angreifen. Du musst halt einfach gedrückt halten und solange du es gedrückt hältst, verlieren wir Macht. Ah, okay, es geht also auch nur, wenn du richtig viel Macht hast quasi. Ja. So! Da hat der Lenny mal wieder schön ein paar Treffer verpassen können. Ja, nee, die kann man nicht lassen, schade. Mach's nicht unnötig spannend, Len. Mach's nicht unnötig spannend. Unfähig. Nope. Hilf mir. Das ist gar nichts. Das ist auch schon ganz schön spannend, wie der Len das jetzt hier nochmal macht. Also er macht nicht so richtig viel Schaden, aber er hält dafür relativ viel aus. Ja, so tankmäßig unterwegs gewesen. Sehr schön, Len. Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Ihr wagt es euch gegen mich zu stellen. Schaut ein bisschen aus wie Geralt. Der Witcher. Halt! Lass uns reden. Ich bin nicht euer Feind! Nur wir sind noch übrig. Was ist mit euch passiert? Okay. Und, Überraschung, er haut ab. Ravis!
Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Was? What? Wartet! Der ist auch so alt? What? Ja gut, als Maschine. Ja, okay. Das kam jetzt dann doch ein bisschen überraschend, dass der ihn rettet. Und ein republikanisches Kanonenboot. Ihr das geilste. Oh shit, wir haben es auch irgendwie aktiviert noch, das Ding. Ach, das war Tendelor? Ja, möglicherweise. Schlüssel nach Tenalor. Meinte Cree Dagon? Wie konnte sie Tenalor jemandem wie ihm anvertrauen? Ja, der war vielleicht mal ein bisschen vertrauenswürdiger in der Vergangenheit. Bakta. Oh, gibt noch ein Echo direkt. Nee, nicht ein Echo. Ah, Eine Niere. Und was bringt uns die Niere? Gesundheitsessenz erhalten. Maximal Gesundheit erhöht. Oh. Yay. Jetzt ist das grade, nicht mal ein Schlag oder so. Gerade, dass man es auf dem Bildschirm gesehen hat überhaupt. Gefallener Jedi. Oh, das hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Das war gut. Okay, also so erschafft man einen Bösewicht. Also es war vorhersehbar, dass er entkommt, aber nicht wie er entkommt. Das muss ich sagen, hat mich dann doch wieder ein bisschen überrascht. Positiv überrascht. Konntest du nicht aus dem Fenster springen? Soll ich? Konzentration. Ich glaube, du musst nicht aus dem Fenster springen. Aber erstmal würde ich auf jeden Fall hier ausruhen. Oh, wir können unsere Lebensenergie noch verbessern, fällt mir da gerade auf. Nochmal beim Überleben was dazu machen. Wir kriegen jetzt mehr Lebensenergie als davor. Ja, das ist der Sinn von dieser Fähigkeit, dass wir mehr Lebensenergie bekommen, als wir vorher hatten. Ja, aber ich meine, als dieses kleine Fitzelchen. Achso, als kleines Fitzelchen. Ja, warte mal ab, schau mal, wie viel mehr es wird. Müsst ihr jetzt wahrscheinlich auch gleich sehen, oder? Oder ist es automatisch gleich schon mehr, oder lädt sich's auf? Ja, okay, scheint. Na schon. Oh ja, doch, das ist auf jeden Fall mehr gewesen. So. Soll ich aus dem Fenster springen? Wir springen aus dem Fenster. Dann springe ich aus dem Fenster. Fenster sind da, um rauszuspringen. Nee, wait, what? Nein. Das auch nicht. Das ist Spiel. Außerdem kein Fenster. Warum? Ist hier kein Traktor? Fendt, Traktor. Ja, ja. Aber wir müssen sogar aus dem Fenster springen. Hui. Ah. Müssen ist hier keine Rede, aber wir können. Doch, wir können, da kommen wir rüber. Oh, perfekt. Und da ist noch ein Echo oder eine Lebensessenz oder sonst irgendwas. Nehmen wir natürlich auch noch mit hier, wenn wir schon da sind. Nice. Echo wahrnehmen. Tenelor sollte uns näher bringen, aber es hat unseren Orden nur gespalten. Blöd. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagon. Ja. Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Sie hat so sehr an ihn geglaubt. Immerhin musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Es ist nur erstaunlich, wie schnell er wieder fit war, der Typ, nachdem er da eingefroren war. Nachdem er da in Bagdad drinne war. Ein sehr mächtiger Jedi. Ja, der auf jeden Fall. Der mächtigste seiner Zeit. Vermutlich, ja. Und auch er konnte den Untergang nicht abwenden. Oh! Wieder eine kleine Flugsequenz hier. Wow. Die sind aber auch süß, diese Flugsaurier, oder? Ja. Schon irgendwie. Keine üble Aussicht, was, Kumpel? Ob Grease und Boat inzwischen die Mantis repariert haben? Oh, man kann doch mal hochschweben über irgendwelche Dinge, über irgendwelche. Wenn irgendwie heiß oder so. Ich weiß nicht, was sich da gerade hochgehoben hat. Ich weiß es auch nicht. Aber wir schaffen es bis hierher. Naja, meine Güte. Ich habe da auch schon den Absturz gesehen, gerade eben. So, also so eine Aufgabe, sieh nach der Mantis. Ah, okay. Du kannst Schnellreise machen von hier aus, ich glaube. Ah, nee, da sitzt jemand. Wo sitzt... Ah, da sitzt jemand. Warte mal, ist das hier? Ich kann nicht mal Schnellreise machen. Nee, weil da jemand sitzt. Ist das hier? Nein. Nee. Wer sitzt da? Ja, wer bist du? Hallo? Mulan. Du bist neu hier, oder? Ja. Dann weiß ich, wo du mal nachsehen solltest. Was? Da ist dieser Typ, ein begeisterter Angler, hängt in seinem Skiff am Fuß des Berges rum. Er ist in der Nähe eines imperialen Lagers. Siehst du mal nach, ob er okay ist? Ja, kein Problem. Tausend Dank. Ja, neues Gerücht. Rekrutiere den geheimnisvollen Fischer. Okay. Ja. Kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin, weil wir noch nicht die entsprechenden Fähigkeiten haben, oder? Richtig. Da ist es nass, da kommen wir nicht hoch.
Das ist zu glitschig. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht hoch. Können wir die Schnellreise noch nicht wieder machen? Nee. Schnellreise war aus. War aus. Brauchen wir Schnellreise. Unerhört! Ah. Ah. Ah, da kommen wir aber hoch. Da kommen wir irgendwo hoch. Ja, da kommen wir irgendwo. Was war das? Da geht's nicht hoch. Da geht's nicht hoch. Nee, dann musst du, glaube ich, rechts irgendwo auf der Seite hoch. Ah, ich bin nicht. Tenalor ist real. Vielleicht ist es der letzte Winkel der Galaxis, der vor dem Imperium sicher ist. Ich wünschte, du hättest es auch sehen können. Das war's nicht. Doch, das war's eigentlich schon. Erst bloß irgendwie. Oh, dort. Was zum Scannen? Das war der Sinn der Sache. Aber so richtig sicher war Tenalor ja anscheinend nicht. Irgendjemand hat es ja angegriffen. Und ich nehme mal an, dass das das Sith-Imperium das damalige war. Die roten Lichter haben jedenfalls darauf hingedeutet. Ich glaube, das ist unsere Rückfahrkarte. Hi. Hat er über die Höhle geredet? Nee, ich glaube hier rüber. Oh, zähmen! Oh, ganz eher ungezähmt. Wir tun dir nichts. Oh, okay. Zuckerbrot und Peitsche. Das ist ein Hippogreif. Das ist ein Hippogreif, naja. Rein hypothetisch vielleicht schon. Ein Neckoreittier. Muss eine Hypothek aufnehmen? Okay, sie laufen lustig. Man kann springen mit ihnen. Immerhin. Jetzt. Ups. Das ist, okay. Man kann auch runterspringen von ihnen. Und man kann das Reittier sogar zu sich rufen. Ja. Ruhig, Necko. Der hier läuft hoch. So geil. Ah, damit okay. Können wir quasi in Gebiete, wo die sonst rutschig wären. Da lang oder woanders lang? Ich nehme an, hier lang. Hier. Ah, glaub, hier was zum Einsamen. Ah, kannst du interagieren vom Vieh aus. Daran Interesse hat. Das ist ziemlich cool tatsächlich. Okay. Genau die Geräusche macht das Viech bestimmt. Na ja, schön, man bekommt auch eine Reittier, ist ja auch. Gab es im ersten Teil auch nicht, dass wir irgendwie hier Reittiere nutzen konnten. Len findet hier eins nach dem anderen. Hey, kein schlechter Fund. Endlich mal wieder ein Priorit-Klumpen. Darauf hat der Len natürlich die richtige Priorität gelegt. Ah, so, da können wir springen. Oh nein, drücke X zum Springen. Doch, wow. Len, do it. Wow. Wenn du einen Doppelsprung machst, dann springst du quasi von ihm runter. Ja, genau. Ah, warte, wir sind wieder an der Tür, wovon. Warte, vielleicht kann das Viech die Tür aufmachen. Wir waren hier noch nicht an der Tür. Doch. Nicht? Nein. Nicht? Nein. Okay. Mit einem kleinen Schubs unseres neuen Freundes kommen wir durch dieses Tor. Durch dieses Tor? Ich geh erstmal hier hoch. Okay, dann geh da hoch. Ja, tu ich. Ja, dann geh doch da hoch. Ich hab's getan. Oh mein Gott. Guck dir die Kiste an. Du kriegst sogar eine Kiste dafür, Lenja. Dann hat sich da sogar gelohnt, da hoch. Komm, geilen Schnauzer. Noch einen geilen Schnauzer. Zum bayerischen Schnauzer, das wäre noch schöner. Super. Oder so ein bayerischer, so gezwirbelter Schnauzer. Oh. Das wär richtig mächtig. So ein Lafer. Ja, oder genau. Lichter, je nachdem. Bereit, BD? Ja. So, und dann? Hui! Ich glaube, du solltest die Tür einrammen. Ciao. Nein, ich sag. Achso, super. Guck doch mal, was da rechts steht. Ja, ich weiß, was da steht, aber er hat doch gesagt eigentlich, dass er die Tür kaputt machen soll. Jetzt kann ich sie aufmachen wahrscheinlich. Aber hat er das nicht gesagt? Habe ich das falsch? Okay. Ich habe es falsch verstanden. Ich nehme das alles zurück, was ich behauptet habe. Wow, war das viel Erfahrung? Viele Ansiedlungen. Verlassene Ansiedlungen. Ja, man bekommt anscheinend relativ viel Erfahrung fürs Erforschen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe so das Gefühl, gibt's hier viel. Es gibt richtig viel. Oha. Ich habe das Gefühl, man muss da komplett oben entlang, um dann da hinten reinzukommen, oder? Yep. Das Gefühl habe ich auch. Dann haben wir ja dasselbe Gefühl. Oh, Len, wir haben dieselben Gefühle. Oh, shit, hier geht's richtig viel zu erkunden. Guck mal, da ist ein Seil. Nein! Du hast mich falsch katapultiert. Du musst das Seil natürlich auch nutzen. Dann kommt, dann kommst du an diese Rennsache hier ran. Okay, das ist nur... Aua. Ja, da, dein Ernst! Und da stirbt! Da stirbt auch noch der Len. Ja, da stirbt der Len. Aber nach dem Schwingen kannst du normalerweise schon einen Doppelsprung machen, oder? Ja. Du hast ihn bloß nicht gemacht, aber du dachtest, das reicht so von der Entfernung. Ja. Im Zweifelsfall lieber einmal zu viel den Doppelsprung als einmal zu wenig. Alter, wo kommt. Was? Da oben ist ein Gefangener. Ach nee, ist bloß ein Vogel. Ja, ich dachte, das ist so ein Typ, der so kniet auf dem Boden und so. Das sah fast so aus. Hätte auch sowas sein können, Mensch.
So, wo gehe ich jetzt hin? Wo ist das denn Geonosianer? Das ist ja vieles, aber... Wahrscheinlich. Da. Zu dieser Lücke. Ja. Nein. Nö. An die Wand. Nö, anscheinend. Da war es nicht. Ich glaube, wir müssen hier so weiterlaufen. Ja. Da oben kommen wir auch noch irgendwie entlang. Oh! Sandkriecher, du weißt, was das heißt. Wir sind irgendwo Jawas. Hier habe ich den Sandcrawler übersetzt. Okay, spannend. Da können wir sich wahrscheinlich einen neuen Nico da unten holen. Und unseren alten verliert. Warum sollte man den verlieren? Ich habe keine Ahnung. Würde mir natürlich nie passieren, sowas. Nee. Oder von einem Speicherpunkt zumindest mal. Der kommt ganz gelegen. Das ist krass, diese Gebiete sind schon echt groß, muss man sagen. Na los! Nicht den Wallrun, sondern hier direkt den, ne? Ah, okay, wir sind eh auf der anderen Seite, das ist jetzt nicht genug, darauf zu kommen. Verlassene Ansiedlung haben wir entdeckt. Meditation können wir hier machen. So, wunderbar. Und weiter geht's. Im nächsten Part. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt unsere Kanäle abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Da oben kommst du dann auch schon zum nächsten Video dieses Projektes und da oben kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!